Ich habe heute die Ehre und auch das Vergnügen, Ihnen vom Infopoint der Schlösser und Museen Bayerns ein ganz besonderes Museum zu präsentieren, das Deutsche Bahnmuseum. Warum es besonders ist? Es ist besonders, weil es das älteste Eisenbahnmuseum der Welt ist. Ursprünglich, jetzt passen Sie auf, 1882, also gerade nicht mal 30 Jahre nach der ersten Fahrt des Adlers, in München gegründet. So schnell waren die Münchner, aber bitte nicht wegnehmen. Es soll in Nürnberg bleiben. Ein ganz pfiffiger Bürgermeister Nürnbergs hat es dann 1899 nach Nürnberg gebracht und hat es da aufgestellt, wo es alles begann, wo die erste Fahrt des Adlers stattfand. Besonders ist es auch, weil es das bedeutendste Eisenbahnmuseum der Welt ist. Heute besitzt dieses Museum die weltweit größte Sammlung zur Eisenbahngeschichte. Es beherbergt über 15.000 Exponate geschichtlicher, historischer Art, auch technischer Art, Dokumente und verschiedene auch Kuriositäten. Dazu gehören über 100.000 historische Grafiken, über 1 Million Fotos. Die Bibliothek hat über 130.000 Bände und dazu gehört auch als Ursprung, als Zelle des Museums eine Sammlung von Modellen, von 200 Modellen im Maßstab 1 zu 10 aus dem 19. Jahrhundert. Wir zeigen übrigens hier auch einige, das werden Sie ja sehen. Zu der Sammlung gehören auch über 480 Originalfahrzeuge. Das muss man sich mal vorstellen, was das bedeutet. Sie sind natürlich verteilt durch ganz Deutschland, damit ganz Deutschland weiß, was es für eine Vergangenheit gibt in der Eisenbahngeschichte. Es ist auch ein Firmenmuseum und gehört dem größten europäischen Mobilität- und Logistikkonzern der Welt, der Deutschen Bahn. Und noch etwas. Wir sind zwei Museen in einem Haus und für einen Preis, wenn das nicht verkaufsfördernd ist. Es ist auch das Museum mit den höchsten Besucherzahlen in Nürnberg, das darf man auch nicht vergessen. Und an dieser Stelle erzähle ich etwas, was mir auch sehr am Herzen liegt. Es ist nicht nur ein bayerisches Museum, es ist nicht nur ein Konzernmuseum, es ist ein nationales Museum, denn das ist das Museum, das die Eisenbahngeschichte Deutschlands präsentiert. Ja, und ich bin deswegen, so wie Sie, Herr Dr. Henker, auch die glücklichste Leiterin. Wir freuen uns heute, hier in dieser Landesstelle der Museen uns präsentieren zu können, und zwar für ganze 6 Wochen. Das finden wir sehr großzügig und dafür sind wir wirklich sehr, sehr dankbar. Wir versuchen anhand von einigen Bannern und Vitrinen in sehr kurzer Fassung einige Themen, wichtige Themen und Highlights darzustellen. Wir zeigen auch etwas ganz Besonderes, das haben wir als Bonbon für die Münchner ausgesucht, das Modell 1 zu 10 in diesem Maßstab, und das ist ein Modell des Systems der fortschaffenden Mechanik, so heißt das. Dieses Fahrzeug hat es nie als solches gegeben, es ist nur in Planung geblieben und ist entwickelt worden von dem, natürlich von einem Münchner, von dem Eisenbahnpionier Josef von Baader. Herr Baader war der Erste, der Visionen hatte, der bestimmte Entwürfe und Planungen gemacht hat. Er hat auch Vorschläge gemacht und hat sogar den Auftrag bekommen von Ludwig I. im Nymphenburger Schlosspark, die erste Eisenbahn zu errichten. Apropos Ludwig, der Märchenkönig Ludwig II. Ist auf ganz besondere, ja, glänzende Weise bei uns vertreten. Zwei Wagen von seinem prächtigen Salonzug sind bei uns zu sehen. Also diese glänzende Pracht steht um nichts den Prunksälen seiner Schlösser nach. Es ist sehr, sehr sehenswert. Und hier haben wir auch
einiges dazu berichtet. Diese Schau wird ergänzt durch ein bisschen Filmmaterial, durch ein bisschen Werbeplakate und wir haben uns auch etwas ganz Besonderes ausgedacht. Wir wollten ja auch etwas draußen stehen, damit man sieht, dass wir da sind und haben einen Barkast. Das ist ein Fahrzeug der Reichsbahn der DDR. Etwas Besonderes, das können Sie jetzt schon sehen, die Leute sammeln sich dann, das ist etwas Besonderes. Und dann wollten wir aber auch noch was dazu tun und das ist ein Flinkster. Der Flinkster zeigt die ehrgeizige umweltpolitische Ziele des Konzerns. Also es ist elektrisch zu fahren. Ja, wir hoffen, dass die Besucher sehr viel Lust bekommen und sehr neugierig sind, wenn sie das alles sehen und viele, viele zu uns kommen. Zum Schluss möchte ich meinen Dank sagen, ganz besonders an Sie, Herr Dr. Henker, an Sie, Herr Quass, an Sie, Frau Wiesenhuber und auch an alle Ihre Kolleginnen. Ihnen danke ich auch ganz herzlich, Herr Josel, dafür, dass mit Ihnen und Ihrem Büro, Sie haben uns sehr tatkräftig unterstützt. Allen mein herzlicher Dank und viel Freude.